Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier im Luna-Projekt. Ja, in der letzten Folge waren wir im Dunkeln weiter am Ernten. Die Missionen, wie ihr oben erkennen könnt, sind überwiegend abgeschlossen. Ja, der Fan fährt hier gerade zum Waschplatz. Der hat uns eine Flugmission zwischendurch auf Feld 18 erledigt. Habe ich den Unimog jetzt eigentlich gewaschen? Ich weiß es nicht. Ja, ich bleib jetzt mal hier. So, dann mach du mal erstmal Parki Parki hier. Weil wir... Ja, er ist hier unterwegs zu Feld 19. Kommt da offensichtlich auch gerade schon an. Jetzt können wir hier mal kurz stehen. So, dann würde ich den einmal aktivieren, weil das sind die letzten Kartoffeln. Ihr seht, Feld 1 ist Feld 20 waren die Kartoffeln, ist bereits abgeschlossen. Das heißt, diese fast 42.000 Liter Kartoffeln gehen allein in unsere Kasse. Dann brauche ich den Abfahrer jetzt auch hier gleich für die, also wenn der Regen dann irgendwann mal aufhört. Gegen 10 Uhr soll es aufhören. Für die weitere Getreideernte. Ich habe einmal... Was machst du? Was machst du? Ach, ich... Er ist auf Aufladepunkt gegangen, nicht auf Abladepunkt. So, dann mal die Dollars oder Rubels zu mir. So, beide Getreidemissionen sind an einer Abladestelle, die funktioniert. Jetzt hätte ich natürlich den Trick 17 angewendet, musste ich aber nicht. Ja, guck mal, da bringen uns die Kartoffeln schon wieder dahin, wo wir Anfang der Mission gewesen sind. Da waren wir bei 216.000, der Rest war jetzt halt alles Helferkosten. Und den Drescher musste ich einmal auftanken. Ja, das hat sich mit den Kartoffeln jetzt mal richtig rentiert, auch wenn uns die 6.500. Auch wenn uns die Geschichte ziemlich genervt hat. So, dann stellen wir dich mal um auf Feld 19. Hier einmal. Hier einmal. So, Feld 19 wollten wir anfangen. Das ist Weizen und geht zum rustikalen Aufzug. So, wählen wir den rustikalen Aufzug und wählen... Weizen. So, würde ich sagen, warten wir schon mal zum Aufladepunkt, genau. Dann haben wir den Kollegen hier noch stehen. Ach, der... gleicher Fehler. Du wieder aktivierst, fährt er zum Aufladepunkt, nicht zum Abladepunkt. So, einmal so. Jetzt fährt er zum Abladepunkt. Gleiche Fehler, den ich gerade mit dem MAN gemacht habe. Nein, das ist nicht der Abladepunkt. Komm, machen wir es selbst. Hier fehlt nur noch 1% zu Feld 4. Feld 1 ist bereits abgeschlossen. Hier rollt der Rubel. Keine Mission abgegeben. Ja, dann wird es aber Zeit, dass wir Missionen abgeben. So, Ernte auf Feld 1. Alles mit eigenen Maschinen. 10.695. Vielen Dank dafür. Feld 4 ebenfalls eigene Maschinen. 17.746. Dann das Kartoffelfeld 20 abzüglich der Leihfahrzeuge 31.009 für uns. Ja, und die Flugmission, die ich jetzt zwischendurch, jetzt war ich wieder in einem Fahrzeug. Die Flugmission, die ich zwischendurch noch erledigt hatte, nochmal 10.007. Nehmen wir nochmal das Danke zur Kenntnis. Gucken wir mal, ob es hier was Neues gibt. Wir können das Feld 1 grubbern, das ist sehr schön.
Das war nix. Auf das Feld 20 grubbern. Und wir können Feld 18 ansehen mit Weizen. Okay. Weizen kann ich diesen und nächsten Monat ansehen. Ja, nehmen wir die Mission auch an. Feld 4 ist hier noch reingeploppt. Ja, jetzt darf ich selbst nicht den Fehler machen und den Überblick verlieren. Dann würde ich sagen, mein Freund, du schnappst hier mal eben den Kuba. Nach einem Feld können wir den Flug auch einmal so abstellen. Der wird uns ja nicht gleich auseinanderbasteln. Ja, 295.000 sind wir. Wo schicke ich dich zuerst hin? Grubbern auf der 1420. Mal gucken, was Sinn macht. Was geht denn los? Ja, schicke ich erstmal zur 4. Ich weiß nicht, ob man den Weg von hier findet, aber. Finden wir nicht. Die 4 ist rechts von uns. Ne, immer richtig. Ah. So, und gibt es für die 4 schon einen Flugkurs? Ne, einen Grubberkurs? Auch nicht. Ach, schade. Jetzt gleich übergeben können. Dann übergeben wir uns halt später. So, jetzt solltest du dich ganz aber finden. So, du willst Strom abfahren, du bist mein Abfahrer. Es ist 10 Uhr, warum regnet es noch? Es hat auch gehört zu regnen. Sehr schön. Dann als allererstes Stromablage aktivieren. Das geht auch nur mit Motor. Das ist interessant. Ja, ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert hat. Sonst bremsen wir ihn nochmal und drücken nochmal Komma. Es wird mir halt nicht angezeigt. Ja, das ist Schwadablage. Sehr schön. F1 weg. Da vorne macht jetzt gerade was genau? Ich habe dich doch genau da rausgeschickt. Jetzt biegst du rechts ab. Ja, hättest ja eben auch rechts abbiegen können. Lassen wir das. So, dann stelle ich dich mal eben kurz an die Seite. Bis du dran bist. Kann ich dich irgendwie sinnvoll an die Seite stellen? Wissen wir nicht genau. Ja, hier sollte ich dann mal den. Machen wir mal einmal auf Auruck. Dann lass doch los. Alter, warum? Ja, jetzt drehst du. Nun komm doch mal eben hier rüber. So, ist doch alles nicht so schwer. Ja, egal.
ist schon angekommen, das ist sehr schön. Wir haben noch keinen Grubberkot. Jemand wollte C drücken, wir wollten X drücken. So, dann. So, der Flugkurs drin, den braucht kein Mensch. Mach mal 4 vor. Ah ja, unser Spaßfeld. Das sind dann ja wahrscheinlich 4 Vorgewinde wieder. Natürlich für einen Eimer. Das Ding hat 8. 24 kommen wir durch. Dann machen wir mal 3 Vorgewinde. Jetzt sieht es ja nicht ganz so bitterböse aus. Ja, das macht er hier auf diesem Feld auch zum Standard. Na egal. So, einmal abgespeichert. Feld 4. F4. Robbern. 8 Meter. Erster Rückpunkt. Viel Spaß dabei. Du wartest, bis Stroh da liegt. Du wartest, bis du abtanken darfst. Fahre zum Aufladepunkt. Ach, hier habe ich jetzt wahrscheinlich wieder die Situation, dass der Punkt war wieder nicht weit genug vom Feld. Also, setz mal bitte zurück, so ich möchte dich. Wie war das noch? Mit der rechten Maustaste. Nee, eigentlich nicht. Mit Shift. Mit Alt. Lass du mal weggehen jetzt. Nein. So. Das war die. Was war es denn jetzt? Die rechte Maustaste? Mach, was du für richtig hältst. Stört den Drescher nicht. Weiter Drescher. Ja, er weicht dir schon aus. Düngen hatten wir jetzt nicht dabei, ne? Nee. Ja, ich habe keinen Traktor für frei, dafür muss das Grubbern erst fertig werden. Ja gut. So, aber wir können ihn ja schon mal einstellen hier. Und zwar soll er ja, das habe ich mir jetzt ja gedacht, ne? So ausgerechnet hier lang. Oh. So, du sollst Feld 19 ist sowohl richtig. Dann sollst du das Ganze zum Strohheugras-Verkauf bringen. Das Ganze machst du mit
Oh, da. Das Ganze machst du mit der... Du kommst zurecht hier. Das Ganze machst du mit dem Kurs. Aber noch nicht. Wir haben ihn schon eingestellt. Habe ich wieder zusätzliches Geld an Stroh gewinnen. So, jetzt fährst du aber gleich bitte den Drescher abladen, ja? Ist der Punkt nicht weit genug drin. Wieso bist du auf Zuckau gestellt? Und du sollst auf den Drescher abfahren. Und heißt das hier sowieso gerade? Muss die gerade aufzufahren, richtig? Feld 19. Ja. Weiterfahren, fahre zur Aufladung. Ist der Punkt noch nicht weit genug drin, oder? Der fährt dann nochmal eine Tour. Will ich nicht. So, wie weit soll ich den Punkt hier jetzt noch draufsetzen? Oh, geh mir doch nicht auf die Eier jetzt! Kriege ich mich ständig drüber auf. Das ist ja nur ein Spiel. Du sollst nicht zum Zielpunkt fahren, du sollst auch nicht zum Abladepunkt fahren. Ach, hi, da ist eine Einfahrt. Fahre Drescher abtanken. Danke! Ach ja. So. Ich sehe, wackelt da wieder ein Kurs, eine Linie, eine Bahn mitten durch die Insel, aber schauen wir mal. Gurke, hast du Drescher gefunden? Hörst du falsch rum an. Könnte auch so funktionieren, aber macht wenig. Ja, aber ich muss zumindest das Vorgewende fertig haben, sonst macht das mit dem Stroh abfahren keinen Sinn. Laden wir unseren ersten. Was haben wir denn hier? Luft. Wir laden unsere erste Luft ab. Wir lassen die zweimal machen. Er arbeitet hier wenigstens. Naja, immerhin sind es nur noch 100.000 für unsere nächste Investition.
Man muss immer alles positiv sehen. Für diese Folge kommt zum Ende. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.